Als letzte Königin von Frankreich ist sie in die Geschichte eingegangen. Marie Antoinette. Im Glanz von Versailles lebt sie in einer Welt aus Verschwendung, Prunk und Vergnügen. Doch ein König und eine Königin werden vom Lauf der Geschichte überrannt. Von ihrem Volk gedemütigt und verachtet, beginnt mit der Französischen Revolution Marie Antoinettes Hass gegen Frankreich und ein fatales Doppelspiel. Unter den Dokumenten finden sich rätselhafte Briefe. Wir suchen nach den Geheimnissen, die hier für immer verborgen bleiben sollten. Waren es Staatsgeheimnisse? Oder Geheimnisse einer verbotenen Liebe? Zwischen Krieg und Verrat, Liebe und Revolution besiegelt sich das Schicksal der Königin. Ein Leben, das an goldenen Tafeln begann, endet auf den Stufen des Schaffots. Paris 1791. In Frankreich schlägt der Puls der Revolution. Auftakt zu einer neuen Zeit. Unter falschen Namen ergreifen Ludwig XVI. Und Königin Marie Antoinette in der Nacht des 21. Juni aus ihrem Stadtpalast die Flucht. Ein unerhörtes Unternehmen. Erdacht und geplant von der Königin selbst. Als Bürgerliche getarnt, sollen sie unerkannt aus der Stadt entkommen. Gegen Mitternacht steht die Fluchtkutsche bereit. An ihrer Seite ein Freund, Graf Axel von Fersen. Ein geheimnisvoller Bund im riskanten Wagnis voller Hoffnung. Ein König und eine Königin fliehen vor ihrem Volk. Eine jahrhundertelang geltende Ordnung ist außer Kraft gesetzt. Zwei Jahre vorher. Aus einer Revolte wird Revolution. Das Volk stürmt die Bastille, demonstriert mit aller Macht seine Verachtung gegenüber Adel und Monarchie. Missernten und eine Verdopplung des Brotpreises haben zu einer der furchtbarsten Hungersnöte des 18. Jahrhunderts geführt. Das Heer der Armen wächst unaufhörlich. Unter den Rufen, wir wollen Brot, marschieren Pariser Marktfrauen nach Versailles. Wie ein Echo schlagen die einst gesprochenen Worte der Königin, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Nun auf das Königshaus zurück. Das Schloss wird gestürmt. Die königliche Familie unter Jubelrufen aus Versailles abgeführt. Marie Antoinette, Königin von Frankreich, wird diese Räume nie mehr betreten. Der Totentanz der bourbonischen Monarchie hat begonnen. Juni 1791, am Morgen der Flucht. König und Königin wähnen sich schon in Sicherheit. Zeitgleich ergeht in Paris der Befehl, den König zu verhaften. Aus ihrer vertrauten Welt herausgerissen, wächst mit Ausbruch der Revolution Marie Antoinettes Hass gegen Frankreich. Und sie beginnt ein fatales Doppelspiel zur Rettung der Krone. Verschlüsselte Nachrichten und konspirative Botschaften wechseln die Seiten. In den Archiven finden wir die Beweise. Zeugnisse der Angst. Ein Hilferuf an ihren Bruder, Kaiser Leopold II. In Wien. Die Aufwiegler gewinnen derart an Boden, dass wir es für außerordentlich gefährlich halten, dem nichts entgegenzusetzen. Spanien übermittelte die Antwort, uns mit seinen Streitkräften zu Hilfe zu kommen, wenn ihr, der König von Sardinien, dasselbe tut und euch auf unsere Seite stellt. Wer war diese Frau, die angesichts der Revolution wie aus einem Traum erwacht? Unsere Spurensuche beginnt in Wien. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
in hohen Regalen aufbewahrt, die gesammelten Schriftdokumente der Habsburger. Hier finden wir die umfassende Korrespondenz Marie-Antoinettes mit ihrer Familie, darunter auch den geheimen Briefwechsel zwischen Kaiserin Maria Theresia und ihrer 20-jährigen Tochter. Dokumente, die zeigen, wie genau man in Wien vom Treiben in Paris unterrichtet war. 30. Juli 1775. Ihr Glück kann nur zu rasch enden und sie durch ihr eigenes Verschulden ins größte Unglück stürzen. Und dies alles nur infolge jener Vergnügungssucht, die ihnen zu keiner ernsten Beschäftigung Zeit lässt. Eines Tages werden sie es einsehen. Aber dann wird es zu spät sein. Ich hoffe, dieses Unglück nicht mehr erleben zu müssen. In Frankreich schlägt die Königin alle Ermahnungen der Mutter leichtfertig in den Wind und amüsiert sich weiter. Die Hauptstadt Paris erobert Marie Antoinette. Als Frau, nicht als Königin, sucht sie ihren Triumph. Die Nacht wird ihr zur Bühne, das Leben zum Maskenspiel. Nur einem zeigt sie sich unverstellt, dem jungen Offizier Axel von Fersen, dem sie sich geheimnisvoll verbunden fühlt und der doch ihr Schicksal besiegeln wird. Erst am Morgen kehrt sie zurück nach Versailles. Zurück in das Amt der Königin. Die Geheimgänge des Schlosses. Der Öffentlichkeit nicht zugänglich und zum ersten Mal gefilmt. Es war dieser Weg, auf dem Marie Antoinette hinter den Kulissen der offiziellen Prunkräume von niemandem bemerkt durch eine verborgene Hintertür in ihr Schlafzimmer gelangte. Hier erwarten sie 2 Stunden offizielles Aufstehzeremoniell, 2 Stunden lästiger, ernüchternder Alltag. Repräsentieren. Für sie nur eine unerträgliche Pflichterfüllung. Das Ruhezimmer der Königin. Ort des Rückzugs von der Wirklichkeit. Hier schläft sie nach durchwachten Nächten, nicht ahnend, dass währenddessen außerhalb des Schlosses Argwohn und Misstrauen gegen ihr Verhalten unaufhörlich wachsen. Zu dieser Zeit ist Marie Antoinette 21 Jahre alt. Sie entsprach nicht dem Idealbild mit allen Tugenden, das sich die Franzosen von einer Königin machten. Sie ging aus, hatte Spaß, spielte und tanzte. Und man bemerkte, dass sie ihre Pflichten vernachlässigte. Von da an sah man in ihr die Österreicherin. Und das wurde ihr dann zum Vorwurf gemacht. Österreich, Schloss Schönbrunn. Am 2. November 1755 wird Marie Antoinette am Wiener Kaiserhof geboren. Kein Zwang, keine Pflichten beschweren das Leben der Prinzessin, bis Kaiserin Maria Theresia die Verheiratung ihrer Tochter mit dem französischen Thronfolger arrangiert. Eine Entscheidung aus Gründen der Staatsräson. Die Verbindung soll das noch junge Bündnis zwischen Österreich und Frankreich festigen. Die Übergabe der Braut wird zu einem symbolischen Akt. In einem eigens errichteten Pavillon muss Marie Antoinette ihre Kleider ablegen und nackt die Grenze überschreiten. Kein Faden an ihrem Körper soll sie mehr an ihre Heimat binden. Der Weg nach Versailles. Marie Antoinette scheint es der Weg in eine goldene Zukunft als kommende Königin von Frankreich. Nach der Trauung in der Schlosskapelle starrt der gesamte Hof, so scheint es, auf das königliche Bettlaken. Doch Marie Antoinette begegnet einem Mann, der weder mit Charme und äußerer Attraktivität noch mit der erwarteten Potenz gesegnet ist. Im Bett des Paares geschieht rien, nichts. Der Potentat ist impotent. Ein Zustand, der bereits den beginnenden Countdown für den Sturz der Monarchie symbolisiert. Der König zieht sich in seine Werkstatt zurück. Ehe und Thron, Forderungen, denen Ludwig sich nicht gewachsen fühlt.